Hallo, willkommen zu meinem Grundkurs über PowerPoint. In diesem Video werde ich euch die wichtigsten Funktionen von PowerPoint vorstellen. Ich hoffe, sie nützen euch. Fangen wir an, uns ein paar Unterschiede anzuschauen zwischen PowerPoint und Word, das den meisten sicherlich schon gut bekannt ist. Einer der Hauptunterschiede ist, man spricht bei PowerPoint nicht von Seiten, sondern diese weiße Fläche wird Folie genannt. Der nächste wichtige Unterschied ist, ich kann nicht so wie in Word überall auf meiner Folie in dem Fall schreiben, sondern ich kann nur in sogenannte Textfelder hineinschreiben. Der Text hier ist nur ein Platzhalter, sobald ich hineinklicke, kann ich meinen eigenen Text hineinschreiben. So, ein Textfeld hat hier natürlich einen Rahmen. Wichtig ist, ich kann das Textfeld nur am Rahmen mit der Maus beliebig verschieben. An den Ecken und an den Seiten kann ich die Größe meines Textfeldes ändern. Und den Kreis mit dem Pfeil oben in der Mitte kann ich verwenden, um ein Textfeld zu drehen. Wenn ich eine neue Folie einfügen möchte, gehe ich bei Start auf Neue Folie. Wenn ich direkt hier oben auf das Symbol draufklicke, wird mir einfach eine neue Folie eingefügt, die aus zwei Textfeldern besteht. Wenn ich unten auf Neue Folie draufdrücke, sehe ich hier eine Vielzahl unterschiedlicher Layouts. Zum Beispiel hätte ich hier eine Folie, wo ein Titel-Textfeld und zwei Textfelder für die Inhalte vorbereitet sind. Schauen wir uns ein bisschen näher das Textfeld an. Wenn ich ins Textfeld reinklicke, wie zuvor schon gesagt, kann ich direkt einen Text vergeben. Sobald ihr in das Textfeld hineingeklickt habt, taucht oben in der Menüleiste an der letzten Stelle ein neuer Menüpunkt auf mit dem Namen Formformatierung. Und hier könnt ihr alle Einstellungen passend fürs Textfeld vornehmen. Zum Beispiel kann ich hier eine Art Formatvorlage wählen. Ich klicke hier drauf und sehe hier fix fertig formatierte Textfelder im Bereich von der Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe und auch der Textfarbe. Ich klicke einmal drauf, schon wird mein Textfeld in der gewünschten Vorlage angezeigt. Mehr Einstellungsmöglichkeiten findet ihr, wenn ihr rechts daneben auf Fülleffekte, Formkontur und auf Formeffekte klickt. Fülleffekte ist klarerweise die Hintergrundfarbe. Hier kann ich eine beliebige Hintergrundfarbe wählen. Ich kann hier unten auch auf Farbverlauf klicken und einen beliebigen Farbverlauf für mein Textfeld wählen. Drunter bei Formkontur kann ich auswählen, wie stark der Rahmen sein soll und natürlich auch die Farbe von meinem Rahmen. Und Formeffekte habe ich eine Vielzahl von Effekten wie Schatten, Spiegelungen, Leuchteffekte. Ich werde jetzt hier einen Schatten wählen, der mir hier an dieser unteren Ecke unten links angezeigt wird. Auf den Folien nicht zu viel Text draufschreiben. Deswegen haben die letzten Jahre gezeigt, dass viele Personen viel mit Grafiken gearbeitet haben. Und ich kann, wenn ich auf Einfügen gehe und hier auf Formen, sehe ich eine Vielzahl unterschiedlicher Formen, mit denen ich meine Informationen verständlich darstellen kann. Ich fange mal an und wähle hier einen Stern. Ich ziehe den Stern jetzt mal auf der rechten Seite auf. Natürlich kann ich hier auch sofort wieder auf Formformatierung gehen und eine beliebige andere Farbe wählen oder auch einen Rahmen, alles wie zuvor beim Textfeld. Wenn ich jetzt in diese Form etwas hineinschreiben möchte, dann kann ich hier auf Textfeld klicken und kann direkt in den Stern hineinklicken, schon kann ich hier einen beliebigen Text hineinschreiben. Dann kann ich eine weitere Form einfügen, ich gehe jetzt auf Einfügen und Formen, wähle hier zum Beispiel einen Pfeil und dann kann ich eine dritte Form noch wählen und hier wähle ich ein Herz. Ihr seht schon, das funktioniert soweit sehr, sehr gut, aber es kostet halt Zeit. Und wenn ich jetzt hier komplexere Dinge darstellen möchte, braucht es wirklich sehr, sehr viel Zeit. Aus dem Grund schauen wir uns gleich eine zweite Variante an, wie ihr wesentlich einfacher Informationen mit Hilfe von Formen darstellen könnt. Und zwar die Antwort darauf lautet SmartArt. Ich möchte hier jetzt die beiden Textfelder
Löschen kann ich einfach anklicken auf den Rahmen und mit Entfernen löschen und gehe jetzt auf Einfügen und auf Smart Art. Der große Vorteil von Smart Art ist, ich sehe hier unterschiedliche Arten von Smart Arts. Ich gehe mal auf Prozess und sehe unterschiedliche Pfeile, Rechtecke etc., wie ich Informationen darstellen kann. Ich wähle Zyklus aus und wähle hier diesen, der gefällt mir aktuell ganz gut und klicke auf OK. PowerPoint erstellt für euch automatisch diese Smart Art. Ihr müsst nur noch hier rechts die Inhalte hineinschreiben. Ich werde hier jetzt einfach 3, 4 Felder ausfüllen. Wenn ich ein Feld zu viel habe oder zu wenig habe, kann ich natürlich ganz unkompliziert auch ein Feld löschen. So, 4 Schritte habe ich hier stehen. Jetzt kann ich bei Smart Art Design natürlich gleich einmal hier beliebige andere Farben auswählen. Ich werde jetzt hier einfach wieder eine Formatvorlage wählen. Und hier kann ich noch mehr einstellen. Zum Beispiel kann ich einstellen, wie die Boxen genau ausschauen sollen. Und da sehe ich wirklich einige für mich sehr professionell aussehende Boxen. Ich entscheide mich jetzt für diese hier. Klicke hier drauf. Größe kann ich natürlich beliebig anpassen, wie es für mich passend ist. Und schon ist meine Smart Art fertig. Und ihr seht, so könnt ihr wirklich beliebig viel Information in sehr, sehr kurzer Zeit übersichtlich darstellen. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Design von unserer PowerPoint-Präsentation. Ich gehe dafür auf meine erste Folie und werde jetzt unten noch meinen Namen dazu schreiben. Und das Design kann ich oben bei Entwurf, gibt es hier eine Vielzahl von vorgefertigten Designs. Wenn ich drauf fahre, wird mir bereits eine Vorschau angezeigt. Per Klick kann ich ein beliebiges Design auswählen. Und solltet ihr diese Designs zum allerersten Mal sehen, dann werdet ihr bestimmt das ein oder andere finden, das euch gut gefallen wird. Ich sehe bei diesen Designs ein großes Problem. Unsere Menschen, die häufiger mit PowerPoint zu tun haben, kennen diese Designs. Und wenn man dann eins wählt, das man schon zu oft gesehen hat, dann wirkt das oft für eure Präsentation ein bisschen lieblos. Und deswegen würde ich euch ehrlich gesagt von all diesen Designs komplett abraten. Ich würde euch nicht raten, eines davon zu wählen. Ich verwende hier PowerPoint 365. Das ist im Prinzip fast ident mit PowerPoint 2019. Es hat einige kleine Unterschiede und einer davon ist wirklich gravierend, und zwar das ist die Funktion Design Ideen, die ihr hier jetzt schon bei mir eingeblendet seht. Die findet ihr bei Entwurf ganz rechts, Design Ideen. Der Vorteil von den Design Ideen ist, dass ich hier immer wieder unterschiedliche Designs vorgeschlagen bekomme. Jetzt sehe ich hier zwar exakt 10 und sehe nicht weitere, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine neue Präsentation erstellt, dann werdet ihr sehen, mit jeder neuen Präsentation ändern sich auch die Designideen. Ich sehe jetzt hier diese Designideen. Die bestehen im Wesentlichen immer in einem Hintergrundbild und einer Vorlage. Wenn ich jetzt eine weitere neue Präsentation starte und auf Designideen klicke, sehe ich wiederum völlig andere. Und da werdet ihr merken, ist die Auswahl nahezu grenzenlos. Ich wähle jetzt hier ein beliebiges aus und sobald ich das ausgewählt habe und eine neue Folie einfüge, seht ihr schon, dass passend zu meiner Titelfolie mir unterschiedliche Layouts oder unterschiedliche Vorlagen angezeigt werden. Die größte Stärke spielen die Designideen aber bei Folien aus, die bereits Inhalte haben. Das werde ich euch jetzt bei dieser Folie zeigen. Ich werde hier jetzt einige Begriffe schreiben. So, ich habe hier jetzt 4 Begriffe geschrieben. Das Geniale an der Designidee ist, dass angepasst an die Menge des Textes mir hier unterschiedliche Designideen vorgeschlagen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diese Designidee klicke, werdet ihr sehen, dass hier PowerPoint versucht hat, passende Bilder zu finden, die für meine Begriffe unterstützend wirken. Und jetzt bin ich mit den meisten Symbolen oder Piktogrammen hier eigentlich sehr zufrieden.
Nur dieses eine Piktogramm bei Umwelt gefällt mir persönlich nicht so gut. Es ist zwar passend, aber ich hätte lieber ein Piktogramm, das mehr Pflanzen mir anzeigt. Wenn ihr die Piktogramme ändern wollt, könnt ihr einfach mit der rechten Maustaste auf das Piktogramm draufklicken. Dann geht ihr auf Grafik ändern, aus Piktogrammen und hier seht ihr jetzt eine Vielzahl unterschiedlicher Piktogramme. Oben links habt ihr auch eine Suchfunktion. Wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel reinschreibe Natur, dann finde ich hier ein Piktogramm, das mir persönlich besser gefällt. Klicke drauf und schon wird mir dieses Piktogramm hier angezeigt. Schauen wir uns an, was PowerPoint noch für Inhalte einfügen kann. Dafür mache ich eine zweite weitere Folie, gehe auf Einfügen. Hier kann ich eine Tabelle einfügen, ich kann Bilder einfügen, die bereits auf eurem Computer gespeichert sind. Und über Online-Bilder kann ich direkt hier in PowerPoint nach Bildern suchen und dann sehr rasch ein für mich passendes Bild einfügen. Auch eine schöne Funktion findet ihr ganz rechts, unser Video. Ich kann hier ein Online-Video einfügen. Es genügt, wenn ihr die URL, also die Webadresse von der Internetseite einfügt, auf der sich das Video befindet. Ich habe hier unten bereits ein Video vorbereitet, das ich ebenfalls hochgeladen habe auf YouTube. Und da kopiere ich jetzt einfach die Adresse heraus und füge sie bei der URL ein. Gehe auf Einfügen, schon wird mir das Video hier angezeigt. Das beim Abspielen selbst kann ich das Video dann in der Vollansicht abspielen oder in dieser verkleinerten Ansicht, je nachdem, was bei meiner Präsentation besser passt. Natürlich habe ich über Einfügen auch die Möglichkeit, weitere eigene Textfelder einzufügen. Am Anfang haben wir schon lange gesprochen darüber, dass ich nur Text schreiben kann. Wenn ich zuvor ein Textfeld einfüge, kann ich hier jederzeit machen. Links an der Seite seht ihr all eure aktuell erstellten Folien. Per Drag and Drop könnt ihr die Position der Folien beliebig ändern. Rechts unten in der Ecke könnt ihr auch die Ansicht umstellen, könnt ihr euch die Folien so ansehen oder natürlich könnt ihr auch hier über dieses Zeichen eure Präsentation starten. Einmal draufklicken, schon startet die Präsentation. Mit Klick der Maus oder Pfeiltaste oder eigentlich eine beliebige Taste seht ihr die unterschiedlichen Folien und jetzt seht ihr auch, dass das Video hier direkt in meiner Präsentation abgespielt wird. Ich habe hier alle Möglichkeiten, spricht man hier von einer Übung, direkt auf mein Video zuzugreifen und mit einem Klick auf YouTube wird mir das Video im Vollbildmodus direkt auf der YouTube-Seite davor, wo man die angezeigt. Mit Escape verlasst ihr die Präsentation am schnellsten. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Thema Folienübergänge. Wenn ich jetzt meine Präsentation starte, seht ihr, dass ohne große Effekte ich von einer zur anderen Folie komme. Wenn ich gerne Überblendungen oder andere Effekte haben möchte, klicke ich die Folie an, klicke auf Übergänge und sehe hier jetzt eine Vielzahl von Übergängen. Ich wähle einen beliebigen Übergang aus, sehe sofort, wie dieser Effekt ausschauen würde. Und dieser Effekt, dieser Übergang betrifft jetzt nur diese eine Folie. Wenn ich die Präsentation starte, fängt es jetzt an mit diesem Effekt, mit diesem Übergang. Wenn ich die zweite Folie klicke, kann ich einstellen, welchen Übergang möchte ich von der ersten zur zweiten Folie sehen. Hier wähle ich jetzt einen anderen. Schaut dann so aus. Hier sollte man nicht zu auffallende Übergänge wählen und nicht zu viel verschiedene. Ich empfehle, dass ihr bei einem recht dezenten bleibt und den dann durchgängig für alle Folien behaltet. Es sei denn, eine Folie erfordert einen speziellen Übergang, dann kann man natürlich bei dieser einen Folie
einen anderen Effekt einstellen. Am leichtesten könnt ihr einen Übergang für alle Folien wählen, wenn ihr hier eine Folie anklickt, mit STRG A alle Folien markiert und dann einen Effekt für alle Folien auswählt. Ich will jetzt das ganz Extremes, und zwar dieses Glitzern. Jetzt hätten alle Folien diesen Übergang-Effekt. Und mit Escape verlasse ich wieder meine Präsentation. Eine Kleinigkeit möchte ich euch hier noch zeigen, und zwar könnt ihr bei den Übergängen daneben bei Effektoptionen auch immer noch einstellen, wie genau dieser Übergang aussehen soll. Hier kann man klarerweise einen Sound einstellen, davon würde ich wirklich abraten. Und was mir am sympathischsten ist, dass die Folien per Mausklick euch auf die nächste Folie wechsle und nicht, dass ich hier eine Zeit einstelle, mit der der Übergang automatisch passiert. Als nächstes werden wir uns mit Animationen beschäftigen. Da muss ich gleich dazu sagen, hier sollte man extrem sparsam umgehen. Ich werde es trotzdem kurz erklären, wie es funktioniert. An gewissen Stellen, in gewissen Situationen machen die durchweg Sinn. Meistens ist es aber so, dass bei Präsentationen Animationen zu stark vom eigentlichen Vortrag ablenken und oft auch ein bisschen kindlich und verspielt wirken. Ich klicke auf meine zweite Folie und ich kann jedes Element mit einer oder mehreren Animationen versehen. Ich klicke auf meinen Titel Design Idee und sehe hier jetzt schon eine Vielzahl von Animationen. Wenn ich einmal draufklicke, wird mir sofort angezeigt, wie diese Animation aussehen würde. Auch hier kann ich rechts daneben bei Effektoptionen genauer einstellen, in dem Fall von welcher Richtung der Effekt passieren soll. Wenn ich auf diesen kleinen Pfeil drücke, sehe ich, die Animationen werden in drei Teile unterteilt. Eingang, Hervorhebung und Ausgang. Ich kann hier die Animationen wählen, eher als quasi Eingang zu Beginn, wenn sie das erste Mal auftauchen. Dann Hervorhebung, um einen Punkt speziell hervorzuheben. Und Ausgang, bevor ich die Folie verlasse, kann ich hier die Ausgang-Animation wählen. Wenn ich hier jetzt einmal drauf drücke, ist es mir aber nur möglich, eine Animation auszuwählen und nicht drei verschiedene. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass bei der Design-Idee zuerst das Ganze einfliegen soll, und zwar von, ich sage jetzt hier von links, und jetzt soll das Ganze hervorgehoben werden, dann muss ich hier auf Animation hinzufügen klicken, und jetzt kann ich hier auf die Design-Idee eine zweite Animation legen. Ich wähle hier jetzt zum Beispiel einmal aus Schwanken. Würde es so aussehen. Jetzt seht ihr hier 1 und 2. Jetzt sehe ich hier, ich habe hier zwei Animationen für dieses eine Element ausgewählt und die würden auch in dieser Reihenfolge stattfinden. Zuerst taucht es auf, dann würde es schwanken. Jetzt möchte ich gerne das untere Element animieren. Dafür klicke ich dieses Element an und sage, dieses Element soll jetzt auch auftauchen. Deswegen sage ich hier, das soll auftauchen, indem es als Rad auftaucht. So zum Beispiel. Und zwar wiederum hier mit zwei Speichen. Jetzt hat diese Animation einen Dreier bekommen. Wenn ich auf Animationsbereich drauf drücke, wird mir dieser Bereich hier angezeigt. Und hier sehe ich jetzt meine drei Animationen. Hier kann ich auch die Position tauschen. Jetzt zum Beispiel taucht zuerst meine Design-Idee auf, danach taucht auf diese vier Punkte und erst dann kommt die Hervorhebung bei dem Element Design Idee. Schauen wir uns das Ganze an, alle wiedergeben, 1, 2 und jetzt als dritter Punkt kommt die Hervorhebung. Aktuell ist es so eingestellt, dass jeder Effekt erst per Mausklick oder per Anschlag von einer beliebigen Taste stattfindet. Hier oben beim Start kann ich auswählen, wann die Animation stattfinden soll. Jetzt passieren die alle drei hintereinander. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass dieses Element gleichzeitig mit der Design-Idee auftaucht, klicke ich auf dieses Element drauf und sage oben nicht beim Klick, sondern sage mit vorherigen. Wenn ich jetzt meine Animationen starte, werdet ihr sehen, die beiden Elemente tauchen automatisch auf und erst dann beginnt die Hervorhebung bei der Design-Idee.
So, jetzt kommen wir schon zur letzten Funktion, die ich gerne zeigen möchte, und zwar dem Storyboarding. Dafür mache ich jetzt eine neue Folie, nenne sie Storyboarding. Und dieses Textfeld hier unten benötige ich nicht dafür. Beim Storyboarding seht ihr schon, den Animationsbereich kann ich hier wegklicken, einige Elemente, die wir uns zuvor angeschaut haben, wie Formen oder Bilder. Dieses Element ist neu, Storyboard Formen, und das ist auch das Wesentliche, das diesen Bereich ausmacht. Beim Storyboarding habt ihr die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Elementen von zum Beispiel Webbrowsern oder hier Smartphones, Tablets etc. hier einzufügen und beliebige Schaltflächen hinzuzufügen. Da seht ihr wirklich einen sehr, sehr umfangreichen Bereich von Schaltflächen und Elementen. Ich werde jetzt hier mir das Element vom Webbrowser aussuchen. Ihr könnt einen Doppelklick machen, schon taucht der Webbrowser oder ein Fenster vom Webbrowser auf eurer PowerPoint-Folie auf. Ihr könnt ihn beliebig skalieren, und wenn ich hier reinklicke, kann ich sofort einen Text hineinschreiben. Achtung, der Text wird jetzt noch in Weiß angezeigt. Ich kann natürlich hier die Farbe beliebig umstellen und schon sehe ich meinen Text. Das ist aber nur eine Funktion. Ich kann natürlich hier jetzt beliebige weitere Elemente hinzufügen. Zum Beispiel kann ich eine Maus hinzufügen, die mir dann hier an einer beliebigen Stelle angezeigt werden kann. Oder ich kann eine Liste hinzufügen. Ich kann beim Listenelement beliebig die Inhalte ändern. Und so weiter. Ich kann natürlich auch eine Scrollbar hinzufügen. Schieben das vielleicht in die linke Seite, Scrollbar in die rechte Seite. Hier unten habt ihr eine Vielzahl von weiteren Symbolen, die man sinnvoll hinzufügen kann. Hier unten habe ich zum Beispiel das Symbol einer Straßenkarte. Und hier kann ich auch ein komplettes Keyboard, wenn ich das will, einblenden. Aber was bringt uns eigentlich diese Funktion? Diese Funktion bietet euch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel das Konzept einer Website nur mal hier vorstellt, zusammenstellt oder auch eine App zusammenbastelt, quasi wie eine App aussehen könnte und das dann so in eure Präsentation einbindet. Symbole angezeigt werden, die ich auch so auf meinen Folien verwenden kann. Wenn ihr so wie ich mit eurer Zusammenstellung hier fertig seid, dann wollt ihr vielleicht hier diese Zusammenstellung von mehreren Elementen auf weiteren Folien anzeigen und nur minimal verändern, um vielleicht eine Art Fortschritt zu zeigen oder eine Art Bewegung oder eine Animation, wie auch immer. Und dafür bietet sich an, dass ich hier ganz oben meine Formen, beliebige Formen hinzufügen kann. Dafür kann ich einfach alle Elemente markieren, die ich jetzt dazufügen möchte. Am schnellsten geht es natürlich, wenn ihr mit Steuerung A alles markiert. Das Textfeld hier oben brauche ich aber nicht. Das heißt, ich kann Steuerung gedrückt halten und auf den Rahmen des oberen Textfeldes draufdrücken. Dann sind wirklich nur die Elemente hier unten alle markiert. Und über Storyboarding kann ich sagen, zu meinen Formen hinzufügen. Schon wird die hier hinzugefügt. Ich nenne diese ganze jetzt einfach Test. Und jetzt kann ich zum Beispiel auf einer zweiten Folie mit einem Doppelklick sofort eine komplette Zusammenstellung einfügen und hier vielleicht nur ein Zeichen minimal verändern. Und dann kann ich hier auf mehreren Folien etwas vorzeigen. Natürlich hätte ich jetzt auch die komplette Folie mit Steuerung C, Steuerung V kopieren können. Es wäre sogar fast noch einfacher gewesen. Aber diese Variante hat den Vorteil, wenn ich vielleicht mehrere unterschiedliche Elemente oben habe auf meiner Folie und aber nicht alle davon auf einer zweiten Folie kopieren möchte.
Damit sind wir auch schon am Ende unseres PowerPoint-Grundkurses. Ich hoffe, euch sind jetzt die wichtigsten Funktionen klar. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr sie gerne unten in den Kommentaren posten. Dann werde ich darauf reagieren oder vielleicht auch noch ein weiteres Video mit weiteren Funktionen veröffentlichen.